Gleich drei Partner hat die Kulturakademie für die Literaten in Stuttgart. Schloss Solitude in Kombination mit der Stadtbibliothek und hier der Ortstermin im Literaturhaus Stuttgart. Heute steht die Frage im Raum, muss wer schreiben will, auch sprechen können? Das Erzählen und das Orale oder das Mündliche gewinnt insofern vor allen Dingen auch im deutschsprachigen Raum an einer großen Bedeutung, weil natürlich viele Autoren und Autorinnen auch zum Beispiel von Lesungen leben und viele Menschen sehr gerne zu Lesungen gehen in unserem Kulturkreis und beispielsweise die Lyrik auch sehr stark davon lebt, vorgetragen zu werden. Ich glaube, Vortragen ist nochmal was anderes als Schreiben und dadurch kann man dem Text auch seinen persönlichen Touch geben. Aber ich finde Schreiben tatsächlich erstmal das Schönere. Wir waren dann wieder im Hostel und ich habe geduscht und dann ist mir mitten in der Dusche eingefallen, oh, wir hatten doch über das geredet und oh, das würde doch super zu meiner Geschichte passen. Dann bin ich förmlich mit Shampoo rausgerannt und habe meinen Block geschnappt und angefangen zu schreiben. Die KreativschülerInnen sind mit ihren Lieblingsbüchern unterwegs rund um das Literaturhaus. Dabei wird schnell deutlich, dass die Spannbreite der Interessen groß und die aktuellen Bezüge wichtig sind. Das Buch ist halt schon ein bisschen länger, jetzt schon über 100 Jahre alt, aber es ist halt so in unserer echten Welt, finde ich. Und es gibt nicht wirklich eine Trennung für mich, weil es immer noch Themen von heutzutage mit drin hat, zum Beispiel Armut, Trauer. Ich fühle mich hier extrem inspiriert und motiviert, weil ich zu Hause mich oft nicht so dazu aufraffen kann, wirklich was zu schreiben, was ich ja gerne mache. Und hier aber vor allem in diesem Umfeld und mit den Autoren und mit der Autorin finde ich es viel einfacher, so die Motivation aufzubringen. Und ich habe auch viel mehr Lust, was zu schreiben. Ich habe viel mehr Ideen und bringe die Sachen, die ich anfange, auch viel eher zu Ende als zu Hause.